Die Aktienmärkte fallen heute weiter, vor allem der DAX. Und die Frage ist, ist das ein giftiger Cocktail? Und wenn ja, wie giftig ist er denn? Das versuche ich in diesem Video ein bisschen zu beleuchten, ein bisschen darzustellen, dass wir heute nicht noch weiter runtergehen, haben die Märkte wahrscheinlich Donald Trump zu verdanken, der wieder ein bisschen Hoffnung schürte in der Baustelle. Stimulusgespräche, Stimulushoffnungen, das ist zumindest etwas, was dann größere Verluste nochmal verhindert. Kann, aber auf der anderen Seite haben wir eben diese ganze Corona-Thematik mit der Möglichkeit neuer Lockdowns, mit der Möglichkeit, dass weiter sozusagen die Wirtschaft nicht wirklich auf die Beine kommt, bestimmte Branchen vor allem nicht, die ohnehin schon angeschlagen sind. Aber schauen wir uns das Geschehen mal an, schauen wir uns mal die Gesamtkonstellation gut zwei Wochen vor den US-Wahlen mal an. Da haben wir hier zunächst mal, das ist das, was heute die Tech-Aktien vor allem belastet, eine Abstufung von Goldman Sachs, die eben den Tech-Sektor von Kaufen auf neutral herunterstufen und interessanterweise Autos und Banken aufstufen auf Kaufen. Weil, und die Begründung ist interessant, weil es so ist, sagt Goldman Sachs, dass wir steigende Renditen für Staatsanleihen sehen werden, weil wahrscheinlich die Inflation steigt, vor allem wenn Joe Biden gewinnt, so die These. Dementsprechend basiert also diese ganze Einstufung, die ganze Einschätzung von Goldman Sachs auf steigenden Renditen für Staatsanleihen, möglicherweise im Gefolge dann auch steigenden Kapitalmarktzinsen. Jedenfalls ist hier die Einschätzung von Goldman Sachs verantwortlich dafür gewesen, dass der Nasdaq heute besonders unter Druck ist, dass die Tech-Werte heute stärker fallen als andere. Und möglicherweise gibt es da auch einige Gründe dafür. Wir sehen hier die iPhone 12 suchen im Vergleich zu den iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unendlich. Jedenfalls sehen wir, dass die Google-Suchen nach diesem iPhone 12 ziemlich bescheiden sind, dass Smartphone, 5G-fähige Smartphone, das ja Apple erst in dieser Woche vorgestellt hat. Bisher also wenig Nachfrage oder nicht überragende Nachfrage, sagen wir mal so. Das ist sozusagen auch mental ein kleiner Dämpfer. Und auffallend derzeit, wir haben ja jetzt den Beginn der Berichtssaison in dieser Woche gesehen. 17 Unternehmen haben gemeldet, nur zwei sind intraday dann gestiegen, haben also mit einem Plus den Handelstag beendet. Und das obwohl 82% sowohl was die Umsatz als auch was den Gewinn betrifft, die Erwartungen übertroffen haben. Also die Zahlen sind so, naja, die sind wirklich okay. Normalerweise haben wir immer so eine Quote von 80%, dass die Erwartungen übertroffen werden. Das liegt daran, dass natürlich die Erwartungen im Vorfeld nochmal deutlich gesenkt werden, damit auch wirklich jede blinde Kuh über das Seil drüber springen kann. Aber eigentlich sind die Zahlen okay, kann man nicht wirklich großartig meckern. In der Summe gibt es Ausreißer nach unten, Ausreißer nach oben. Aber wir sehen, dass sozusagen die Aktienmärkte das nicht mehr honorieren, dass die Kurse nicht steigen. Also gute Nachrichten werden nicht gekauft, führen nicht zu steigenden Aktienmärkten. Und so kommt es dann, dass was nicht steigt, tendiert dazu zu fallen. Und die Einschätzung von Goldman Sachs, die ich vorhin genannt hatte, die Abstufung des Tech-Sektors begründet hat, das war die Annahme, dass die Staatsanleiherenditen fallen. Aber schauen wir uns mal hier die deutschen Staatsanleihen an, die länger laufenden deutschen Staatsanleihen. Da haben wir hier die 10-jährige heute minus 0,63% erreicht. Das ist der tiefste Stand seit März. Flucht in den sicheren Hafen, auch die 20- und die 30-jährige Staatsanleihe unter Druck. Also es ist sozusagen angesichts jetzt dieser Welle, der zweiten Welle in Europa, in den USA ist es bereits die dritte Welle, wie wir gleich sehen werden. Jedenfalls ist es eine Flucht in den sicheren Hafen, die sich da ausdrückt und möglicherweise tritt zumindest im kurzen Zeitfenster die Erwartung von Goldman Sachs nach steigenden Renditen nicht ein. Und das gilt zum Beispiel auch für die sogenannten Mortgage Rates, also praktisch für die Hypothekenzinsen in den USA. Die haben ein neues Allzeittief erreicht. Wir sind permanent sozusagen jetzt im Fallen. Es ist das 10. Mal in diesem Jahr, dass wir ein neues Allzeittief erreichen. Es ist also so günstig wie noch nie in den USA, einen Kredit zu bekommen, um sich dann ein Häusle zu kaufen oder zu bauen. Und wir gucken mal nach Kanada, also zum nördlichen Nachbarn. Da sind zum Beispiel die Verkäufe von Häusern, von Immobilien im Vergleich zum Vorjahr in diesem Jahr um 46% gestiegen, also fast die Hälfte. Die Preise sind um 18% gestiegen und das ist mehr als das
das Dreifache als das, was die Löhne gestiegen sind. Also wir sehen, das ist eine Blase, von der David Rosenberg sagt, ja, es ist unvermeidlich, dass die irgendwann platzt. Es ist also dieses Missverhältnis zwischen den Aktionen der Notenbanken, die das Geld immer billiger machen, dadurch Vermögensassets aufblähen, die Leute sich natürlich dann, weil die Kredite so günstig sind, diese Dinge kaufen. Die Preise steigen immer weiter, aber irgendwann ist eben dann das Maß voll, ist der Bogen überspannt und dann wird es ungemütlich. Dagegen seien die Folgen, so Rosenberg, der Pandemie eigentlich überschaubar. Und wir haben gleichzeitig, das beschreibt vielleicht so das Setup aktuell, nach wie vor eine Euphorie der Robin Hooder, der Retail Trader, also der private Kunden, die jetzt 500 Milliarden an Volumen an Call-Optionen sich ins Depot gelegt haben, allermeistens auf Einzelaktien wie Amazon, wie Apple, wie Tesla. Und jetzt haben wir ja morgen den kleinen Verfall. Das wird wichtig, wie dann sozusagen die Märkte reagieren im Nachgang. Wir haben jetzt also das fünffache Volumen, was diese Call-Optionen betrifft, wie zum Hochpunkt der Dotcom-Blase 99 oder auch kurz vor Platzen der US-Immobilienblase, als ja auch Euphorie war, da hatten wir nur 100 Milliarden. Also wir sehen, da sind viele, vor allem Privattrader, sind sehr, sehr einseitig positioniert, sind sehr, sehr long positioniert. Und jetzt treffen wir natürlich auf eine Situation, wo jetzt hier in Europa das Corona-Geschehen maßgeblich steigt. Wir haben in Holland heute 7.500 Fälle. Das ist mehr als in Deutschland, das ja auch heute einen Rekord vermeldet hat. Holland etwa ein Fünftel der Einwohner Deutschlands. Das wäre also so, als hätten wir 35.000 Fälle. Das ist natürlich schon eine Kurve, die hier deutlich nach oben zeigt. Klar, es wird sehr, sehr viel mehr getestet als zum Beispiel im März, April. Da gab es ja kaum Tests, deswegen ist das kein Wunder, dass natürlich viel mehr Tests gemacht werden. Aber es zeigt sich ein genereller Trend, dass eben die Anzahl, die Quote der positiven Tests stetig zunimmt. In der Schweiz etwa 13%. Das heißt, mehr als jeder zehnte Test ist positiv. Das ist ja das Problem. Natürlich gibt es mehr Corona-Fälle. Wenn mehr getestet wird, dann wird mehr entdeckt, das ist gar keine Frage, aber eben der Quotient, die Quote derjenigen Tests, die dann positiv ausfallen, geht eben auch nach oben, das ist das große Problem. Ich sagte vorhin, wir haben in den USA bereits die dritte Corona-Welle. Da hatten wir dann im April, es kam etwas später ja in die USA als in Europa, die erste Welle. Dann hatten wir im Sommer die zweite Welle, vor allem im Süden der USA hat das ja gewütet. Texas, Florida, diese südlichen Nevada, diese Staaten waren ja stark betroffen, Arizona. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur dritten Welle, das ist der Unterschied. Wir in Europa hatten ja praktisch im Sommer so eine Art Ruhepause, da schien das Problem ja zunächst mal erledigt zu sein. Und jetzt, wie gesagt, die Märkte, die haben es geschafft, sozusagen das Allerschlimmste erstmal zu verhindern, weil Sid Donald gesagt hat, okay, ich bin bereit, also das Angebot zu erhöhen, mehr als 1,8 Billionen Dollar hier anzubieten, und hat auch gesagt, ja, wir wollen den Stimulus, wir mögen Stimulus, wir glauben, dass wir Stimulus haben werden, also wieder optimistische Botschaften. So, Donald versucht also sozusagen auch die Aktienmärkte zu stützen, das kommt ihm entgegen, fallende Aktienmärkte in die Wahl hinein wären ihm nicht gerade recht, und dann hat er auch gesagt, es gibt eine gute Chance, einen Stimulus-Deal noch vor den Wahlen abzuschließen, auch wenn es sehr hart ist, mit Pelosi zu verhandeln. Interessante Aussagen also wieder von Donald, dessen Account respektive der Trump-Campaign, also praktisch des Team Trumps, das seinen Wahlkampf organisierte, dessen Twitter-Account gesperrt wurde, nach Aussagen über Joe Biden. Und hier eine ziemliche Aufregung in den USA. Die Trump-Supporter sagen, ja, Joe Biden, der hat sich hier praktisch strafbar gemacht. Und Facebook und Twitter, beide haben jetzt einen Bericht oder praktisch Berichte, die dann gepostet werden auf Facebook und auf Twitter von der New York Post, eine konservative Zeitung, erstmal gelöscht und geblockt. Und jetzt hat Trump reagiert und hat gesagt, ja, wir könnten die Section 230 abschaffen. Das ist praktisch der Paragraph in den USA, der Social-Media-Plattformen schützt. Sie sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die eigentlich in ihren Plattformen passieren, beziehungsweise es gibt eine klare Trennung zwischen dem, was die Plattform ist und dem, was auf der Plattform oder was da passiert auf dieser Plattform.
Und Donald Trump hat dann auch noch Wahlkampfversprechen gemacht, die es in sich haben. Ja, ich würde dann die Einkommensteuer senken und ich würde dann die Unternehmenssteuer nochmal senken von derzeit 21 auf 20%. Dann haben wir eine runde Zahl. So, Donald Biden will ja diese Unternehmenssteuer deutlich erhöhen auf 28%. Also er versucht jetzt sozusagen nochmal alles rauszuhauen an Versprechen, was irgendwie geht. Steuern senken, alles runter. Wer soll das bezahlen? Gute Frage. Jetzt heute eine interessante Einschätzung eines amerikanischen Analysten, der sagt, im Grunde ist es völlig egal, wer jetzt gewinnt, ob Trump oder ob Biden. Wir werden eine Konsequenz erleben, ausufernde Schulden. Und die Notenbanken werden nicht anders können, als diese Schulden zu finanzieren. Denn es ist schlichtweg so, dass die Amerikaner vor allem über ihre Verhältnisse leben. Hier sehen wir mal den Anstieg der Verschuldung der USA. Da waren wir im Jahr 2000 um und bei, naja, bei knapp über 5 Billionen. Jetzt sind wir über 27 Billionen. Wir haben also eine lockere Verfünffachung in 20 Jahren. Das ist natürlich ein Trend, der extrem ist. Und die Notenbanken können faktisch die Zinsen gar nicht erhöhen, auch wenn die Inflation ansteigt, weil dann die Finanzierung der Staaten, die Schuldenlast für die Staaten gar nicht mehr zu tragen ist. Das ist doch das große Problem. Jenseits, ob Trump oder Biden die Wahl gewinnt, beide werden sozusagen strukturelle Probleme nicht lösen können. Beide werden weiter die Verschuldung nach oben fahren. Die Notenbanken werden das drucken, ermöglichen. Aber letztendlich ist das natürlich ein potemkinsches Dorf, das unseren Wohlstand sichern soll. Permanent Geld drucken. Das ist ein strukturelles Problem, was uns allen noch auf die Füße fallen wird. Und trotzdem dürfte der Dollar eine gute Chance haben, aufzuwerten. Nicht, weil eben die Perspektiven für die USA jetzt so großartig sind, sondern weil eben der Dollar die Weltleitwährung ist und die Welt in Dollars verschuldet ist. Und wenn Risk-Off passiert, wenn Schwierigkeiten entstehen, wie jetzt möglicherweise in diesem giftigen Cocktail, dann wird Enthebelung stattfinden. Enthebelung auch von Schulden, mithin also von Dollarschulden. Das könnte dann diese durchaus bullische Formation, die derzeit beim Dollar erkennbar ist, dann realisieren lassen. Ähnlich wie bei Staatsanleihen in den USA. Goldman Sachs rechnet mit steigenden Renditen. Aber wenn Risk-Off am Markt der Fall ist, dann fallen die Renditen. Die sehen nämlich auch gut aus. Wir hatten gestern die größten Zuflüsse in ETFs von US-Staatsanleihen seit den letzten Jahren. Also es gibt eine immense Nachfrage nach diesem sicheren Hafen. Risk-Off eben hier das entscheidende Thema. Und die EZB in einer schwierigen Lage. Ja, man sieht, dass natürlich die Konjunkturdaten schlechter werden. Auch in Europa, in den USA heute schlechte Erstanträge, Continuing Claims, die fortgesetzten waren etwas besser, schwächerer New York Empire State Index, Philly Fed Index war sehr stark, aber insgesamt sehen wir schon einen Trend zu eher schwachen Konjunkturdaten. Die EZB aber hat jetzt gesagt, wir wollen jetzt erstmal nicht in Panik geraten und erstmal die Füße stillhalten. Viele hatten ja erwartet nach Aussagen etwa des Chefvolkswirts der EZB, Laney, dass bald da etwas kommt, dass da möglicherweise neue QE-Maßnahmen kommen, also mehr von derselben Dosisgift, die bisher überhaupt keine Wirkung erzeugt hat, sondern eigentlich nur eine Verschleppung von Insolvenzen ist. Aber sei es drum, das ist die aktuelle Lage. Wir sehen also jetzt, dass diese gute Laune, die am Montag noch der Fall war, als die Märkte, vor allem die Tech-Aktien ja rasant gestiegen sind, erstmal so ein bisschen hinterfragt ist. Wenn es natürlich jetzt noch einen Stimulus vor der Wahl geben würde, dann würden die Aktienmärkte nach oben schießen, zumindest kurzfristig. Früher oder später würde man dann auch wieder realisieren, ja, okay, was löste das? Das ist ja wieder mal nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es wäre kurzfristig dann ein Long Setup. Aber auf der anderen Seite wird Trump alles versuchen, die Märkte oben zu halten und die Demokraten werden vielleicht versuchen, dagegen zu schießen oder diejenigen, die mit den Demokraten sympathisieren. Wir werden sehen, wie dieser Kampf ausgeht. Derzeit jedenfalls eine etwas ungünstige Konstellation, weil alle Leute long sind, vor allem über Calls in Optionen auf Tech-Aktien, weil auch Hedgefonds massiv investiert sind, weil alle davon ausgegangen sind, dass Staatsanleihenrenditen steigen. Sie fallen aber, weil alle davon ausgegangen sind, dass der Dollar schwächer wird. Er steigt aber tendenziell und das ist sozusagen eine Situation, wo sehr viele auf dem falschen Fuß erwischt werden können und der Weg des größten Schmerzes, den die Märkte so gerne gehen, dadurch durchaus plausibel wird. Jetzt Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.